Kennst du U-Bahn-Döner? Und hast du schon mal einen probiert? Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Kurt Schumacherplatz. So, wir sind jetzt hier bei Halils Gemüsekebab am Kurt Schumacherplatz. Erster Test, U6 Döner. Dieses Ding sieht sehr wuchtig aus. 6 Euro hat es gekostet. Sehr vielversprechend. Also wir haben ja dieses typische Gemüsekebab-Ding. Also gebratenes Gemüse ist mit drin. Das Fleisch ist Chicken. Als Special hat er noch drauf Oregano gemacht. Er hat mit Maggi eingesprüht. Er hat Limettensaft drauf gemacht. Er hat Schafkäse drauf gemacht. Er hat Naan drauf gemacht. Also Granatapfelsirup. Also komplette Programm. Also für 6 Euro ist ja sehr gut. Ich habe echt nichts auszusetzen. Von der Aufmachung erinnerte mich sehr stark an Eddies Gemüsekebab in Rudo. Auch so dieses Gemüse-Style, frittierte Gemüse drin, mit Maggi einsprühen. Das Brot, Schafskäse, Limettensaft, geht schon sehr in die Richtung. Schmeckt auch wirklich gut. Also wirklich solide 8,8 von 10. Kann man nicht meckern. Echt guter Gemüsedöner.